Lunch will be available on deck 14. Traveling with children, please register in the Silver Lounge on deck 6. Drink packages can be collected at the Casino Veneziano Bar, deck 6. You will need to register your credit card for once on board the ship. Kiosks are located on deck 5 and deck 6. You do so, nach langer Odyssee sind wir jetzt endlich auf unserem Kreuzfahrtschiff direkt in Miami. Wir haben hier eine Balkonkabine, was immer ganz wichtig ist. Unter uns deshalb der Lärm wird, also 30 Dollar Koffer und 30 Liter. Unsere Koffer sind übrigens noch nicht da. Sind plötzlich auf dem Schiff. Wir haben die aufgegeben. Und hier sehen wir so ein bisschen mal die Skyline von Miami. Dass das Kreuzfahrtschiff ablegt, und zwar, wo wollen wir jetzt zunächst hin? Atlantik. Atlantik, ja. Richtung Atlantik. Jamaika. Ja. Salalut. Ja, hier ist okay. Ah, hier ist okay. So, hier vorne sehen wir dann auch den Hafen für die kleinen Segelschiffe. Gehen wir ein bisschen näher ran. Dass das nicht so ganz lange dauert, denn es wird so ein bisschen diesig. Und jetzt bedingt durch diese Filter, die hier drauf sind, ist das nicht ganz so tragisch. Again, huh? Yeah.
mit der Straße sind wir runtergefahren, genau die Brücke. So ab und nach unten und davor ist Hotel. Das Rio ist davor. Also wir sind nicht in der Schweiz, sondern das ist hier in Miami. Wir sind immer links und sind wir die erste Straße hier. Ich gehe gar nicht, oder was? Ich bleibe gleich, wenn er hier so ein bisschen in der Art ist. Wird schon gleich ein bisschen flacher, denke ich mal. Hat er Geburtstag? Ja, das stimmt. Der Bärenlande. So mit einem halben Tee, zwei Tee. Ja, aber da muss man so alles dann mit einem Musik oder spielen müssen. Das wäre
Thank you.
Das ist natürlich die, die natürlich nicht schwankt, aber das verstehst du jetzt einfach, oder?
Region da in Rucksack kann sein. Der Lotse an, der wird uns, also das Schiff hier, in den Hafen von Jamaika bringen. Und
klar, dann ist Jamaika auch nicht weit weg. Ja, schwenke ich jetzt mal so ganz langsam hin. Sonne, aber das stimmt für die ganzen Karibikinseln. Ganz so irgendwo am Strand, aber die sind alle grün bewaldet. Und ich glaube, da ist jeden Tag auch immer Regen. Das ist schon alles ziemlich ideal. Und das sieht schon so aus wie Strand. Und rein. Das ist absetzen.